Herzlich willkommen zu Let's Play Outlast. Ich starte den Part und ich scheiß mich an. Leute. Ich probiere es nochmal. The fuck? Lauf, lauf, lauf. Wow. Jesus Christus. Wie komme ich da runter? So. Ich weiß nicht mal, wo ich hingehen muss. Das ist ja das Blöde. Whoa! Oh, mein Herz blumpert. Oh, Kacke. Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Ich weiß echt nicht, wo ich da hin muss. Ich muss da irgendwo durch, aber ich habe da zu viel Schiss.
Oh! Mein Gott! Achso. Ja. Immerhin bin ich schon weiter. Scheiße, ich habe den Timer nicht gesetzt. Hier haben wir 6 Minuten aufgenommen. Dann machen wir es so. Stellen wir 23 ein und lassen den jetzt runterlaufen. Ja, schon gut. Ich habe auch ein Itch. Itch, 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 itch. Schreck mich nicht so, Arsch! Komme ich nicht mehr zurück, das ist ich muss da irgendwie rein. Nein, ein Dokument. Fall MM120015. Aktualisierungen 271. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben werden und juristisch überarbeitet werden. Sie Formular 4083. Um dem anhaltenden Rechtsstreit. Oh, lesen ist ja so ein Horror für mich. 1200715 dienlich zu sein. Autor Ethan Sarikandaraja. Hinweis. Dies ist eine Anfrage für eine spezifische juristische Konsultation, in dem anhaltende Rechtsstreit von Melissa Co. gegen Murkoff Shuttle Psycho Inc. USA ursprünglich eingereicht in 2010. Zum Zeitpunkt von Mrs. Shaws Kündigung waren die psychiatrischen Wirkungen des morphogetischen Antriebs auf weibliche Angestellten und Patienten bereits gut etabliert. Mehr als 7 weibliche Angestellte und Patientinnen waren innerhalb weniger Wochen von einer Scheinschwangerschaft betroffen, bevor sie Fehlgeburten der nicht existierten Kinder erlitten. 5 von ihnen verstarben. Weiblich Angestellte wurden in höher gelegenen Stockwerken der Einrichtung verlegt, dann in andere Gebäude und schließlich komplett aus der Mountain Massive Einrichtung entfernt. Projekt Wall Rider bedurfte einer absoluten Geheimhandlung, um die
bedingten Faktoren zur Versetzung und Kündigung zu gewährleisten, was allerdings von einigen gekündigten Betroffenen als eine Ungerechtigkeit wahrgenommen wurde. Mrs. Shaw hat gerichtlich eine Freigabe des EFG erstritten in Bezug auf die Dokumente, die ihre Kündigung betreffen. Um zufriedenstellende Informationen zu präsentieren, müssen diese Dokumente erstellt und nachdatiert werden, ohne die Geheimhaltung des Projekts zu gefährden. Bitte um Anweisungen. Ethan Spirikendarja, Berater MM214. Ich glaube, das ist der... Lol. Ich glaube, das ist der Schock, warum ich so stotterig gelesen habe. Na! Ich hab's nicht gewusst, dass wir da rauskommen. Moment, schau schnell auf die Zeit. 16 Minuten, da kann noch recht viel passieren. Ach ne, die Stelle kenne ich, die Stelle kenne ich, die Stelle kenne ich. Sorry, ich muss jetzt hier den Bildschirm ausschalten. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Das sieht so ekelhaft aus. Sorry Leute, dass ich den Bildschirm ausschalte, aber ich möchte mich nicht erschrecken. Nein, ich werde nicht brennen. Gekocht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Oh, das tut mir weh.
Ein Schrank. Ich kann das Spiel nicht durchdrücken. Ich würde sagen, ich beende diesen Part, denn egal, ja. Ja, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Kev, leider keine 30 Minuten, aber naja, leeres Versprechen, tut mir leid. Ciao. Yeah.